Olympischer Zehnkampf in Los Angeles. Die erste Disziplin, der 100-Meter-Lauf. Jürgen Hinkson auf Bahn 2. Daley Thompson ganz außen auf Bahn 8. Daley Thompson Platz 1, Guido Kretschmer Platz 2, Jürgen Hinkson Platz 3. Thompson ist eine hervorragende Zeit gelaufen, eine seiner besten. Hinkson liegt ein gutes Stück unter der Zeit, die er bei seinem Weltrekord aufgestellt hat. Die zweite Disziplin, der Weitsprung. Hinkson schafft 7,80 Meter. Ein sehr gutes Resultat. Ich habe 15 oder 20 Jahre meines Lebens dafür geopfert, der beste Zehnkämpfer der Welt zu werden. Als es tatsächlich daran ging, anzutreten, konnte ich lachen und Witze darüber machen. Denn erstens machte es mir Spaß und zweitens wusste ich, dass ich gut vorbereitet war. Und wenn man gut vorbereitet ist, gibt es für mich keinen Grund, warum etwas schiefgehen sollte. Thompson konterte im Weitsprung mit dem weitesten Satz in der Geschichte des Olympischen Zehnkampfes. 8,01 Meter. Dafür bekommt er 1022 Punkte. Er macht weitere 42 Punkte gut und liegt nach zwei Disziplinen mit 164 Punkten vor Hinkson in Führung. Die dritte Disziplin, das Kugelstoßen. Auch hier hat jeder drei Versuche. Sowohl Thompson als auch Hinkson stellen gleich im ersten Durchgang jeder eine neue persönliche Bestleistung auf. Hinkson stößt 15,87 Meter. Thompson schafft 15,72 Meter, also nur 15 cm weniger als Hinkson. Er behält insgesamt 155 Punkte Vorsprung. Vierte Disziplin, der Hochsprung. Die Bestleistung von Hinkson steht bei 2,13 Meter. Thompson hat das noch nicht geschafft. Bei seinen ersten Sprüngen bekommt Hinkson Probleme mit seinem rechten Knie. Er unterbricht den Wettkampf, lässt sich behandeln, zuletzt mit schmerzstillenden Injektionen. Aber auch bei Thompson läuft es nicht nach Plan. Als die Latte auf 2,03 Meter liegt, schlagen seine ersten zwei Versuche fehl. Er hat noch eine Chance. Er nutzt sie. Rettung in letzter Sekunde. Trotz seiner Verletzung macht Hinkson weiter. Er lässt die Latte auf 2,13 Meter legen. Unglaublich. Und Hinkson schafft diese Höhe. Dann kann er nicht mehr. Er holt 77 Punkte auf und hat jetzt nur noch 78 Rückstand zu Thompson. Die fünfte und letzte Disziplin dieses ersten Tages, der 400-Meter-Lauf. Thompson ist auf Bahn 6, Hinkson ganz außen auf Bahn 8. Was mich von allen Sportlern, die ich kenne, unterscheidet, ist, dass ich es buchstäblich nicht erwarten konnte, bis es endlich losging. Denn in 99% aller Fälle wusste ich, dass ich in der besten Form meines Lebens war und dass man schon ganz Außerordentliches leisten müsste, um mich zu schlagen. Daley Thompson gewinnt vor Jim Wooding aus den USA und Jürgen Hinkson. Der Rückstand des Deutschen zu Thompson vergrößert sich auf 114 Punkte. Beide haben den spannendsten ersten Tag in der Geschichte des Zehnkampfs gestaltet. Donnerstag, 9. August, morgens. Der zweite Tag beginnt mit Disziplin Nummer 6, dem 110 Meter Hürdenlauf. Die beiden Spitzenreiter starten im selben Rennen. Thompson läuft in der Mitte auf Bahn 4, Hinkson außen auf Bahn 7. Es ging nur darum, sich vollkommen zu konzentrieren.
12 Monate vor einem wichtigen Sportereignis dachte ich vielleicht so alle 4-5 Tage daran. 2 Monate davor dachte ich zweimal pro Minute daran. Ich meine, es war mir so wichtig, die richtige mentale Einstellung zu bekommen. Und so zwang ich mich dazu, daran zu denken, es zu leben, es zu atmen. Hinkson, Platz 1, Thompson, Platz 2, Siegfried Wenz, Bundesrepublik Deutschland, Platz 3. Hinkson siegt zwar, aber seine Zeit liegt weit unter der, die er 2 Monate zuvor bei seinem Weltrekord geschafft hatte. Thompson hat dieses Rennen verloren, seine Zeit kommt aber sehr nah an seine eigene Bestmarke. Darum holt Hinkson nur 6 Punkte auf, liegt immer noch 108 hinter Thompson. Die 7. Disziplin, das Diskuswerfen. Oftmals die Schlüsselstelle eines Zehnkampfes. Jeder hat 3 Versuche. Hinkson im ersten Durchgang 49,81 Meter. So weit hat er vorher noch nie geworfen. Thompson schafft nur 37 Meter. Thompsons first throw is almost 40 feet less than Hinkson's. Hinksons zweiter Versuch. Er ist noch besser als der erste. 50,82 Meter. Da fehlt nicht mehr viel zum olympischen Rekord innerhalb des Zehnkampfes. Dann Thompsons zweiter Versuch. Auch der misslingt. Ein unglaublicher Umschwung deutet sich an. Wenn Thompson sich bei seinem letzten Versuch nicht verbessert, ist seine Chance auf einen Sieg ernsthaft gefährdet. Nichts. Aber mir kam nie der Gedanke, dass es um alles oder nichts ging. Es scheint so zu sein, dass die Dinge, wenn man nur hart genug arbeitet und genügend Zeit investiert, im Allgemeinen so laufen, wie man es wünscht. Und deshalb war das für mich kein wirkliches Problem. Der letzte Versuch. 46,56 Meter. Der beste Diskuswurf, den Daley Thompson jemals im Zehnkampf zustande gebracht hat. Mit diesem einen Wurf hat sich das Blatt schon wieder gewendet. Vor diesem Durchgang war Hinkson mit 68 Punkten im Vorteil. Mit diesem persönlichen Rekord rettet Thompson die Führung. Doch der Vorsprung schmilzt auf 32 Punkte. Die 8. Disziplin, der Stabhochsprung. Thompson überspringt 5 Meter und überbietet Hinkson um 50 Zentimeter. Damit legt er weitere 120 Punkte zu. Jetzt hat er 152 Punkte Vorsprung auf Hinkson. In diesem Moment wissen sowohl Thompson als auch Hinkson, dass alles vorbei ist. Zumal der Brite dann auch den Speer noch 5 Meter weiter wirft als der Deutsche. Jetzt hat Thompson nur noch den 1500-Meter-Lauf zu bewältigen. Er liegt mit 200 Punkten vor Hinkson in Führung. Thompson schwebt über die Ziellinie. Wieder hat er Hinkson im direkten Duell besiegt. Wie ich mich kenne, hätte ich keinen guten Verlierer abgegeben, was immer das sein mag, denn ich hatte nicht genug Übung darin.